Herrn alles wer draußen und willkommen zum weiteren Erklärungsvideo in Mob of the Dead. Und in diesem Video zeige ich euch Brutus und erkläre ihn mal ein bisschen. Ihr seht hier schon gleich am Anfang, wie er das Fenster zerhämmert, damit die Zombies schneller reinspawnen können. Hier mache ich nochmal kurz zwei Bretter dran und dann seht ihr das nochmal. Also Brutus kann zum Beispiel die Fenster kann er, ja, kaputt machen, die ganzen Bretter wieder runterhauen. Das zweite wäre hier die Workbench zum Beispiel, die kann er einfach so sperren und man muss sie für 2000 aufkaufen. Er kann unter anderem auch noch Mystery Boxen sperren, die man dann auch wieder für 2000 aufkaufen muss. Oder oben das Flugzeug und die Perks natürlich. Ich versuche ja gerade Brutus ja, Schaden zuzufügen, indem ich ihm ja, in den Bauch schieße, in die Taille, in die Beine, irgendwo hin. Und das mache ich für, ja, ich mache das nicht allzu lang, deswegen kann ich auch nicht so wirklich sagen, ob ihn das doch irgendwann killen kann. Ich glaube es aber mal nicht, außer man schießt mit Explosionswaffen dorthin. Da die eher größeren Damage-Radius haben. Ja, das Sinnvollste ist natürlich, auf den Kopf zu schießen. Und wenn man auf den Kopf schießt, dann verliert er seinen Helm. Und wenn er den Helm verliert und er stoppt dann nicht nach 1-2 Sekunden sofort, dann lässt er eine Rauchwolke ja, frei. Und das kann auch schon mal ziemlich nerven, wenn man gerade Runden laufen will und die ganzen Zombies spawnen neu. Hier zeige ich gerade, wie schnell Brutus das Schild eigentlich kaputt machen kann. Er braucht, ich weiß nicht, gar nicht. Gar nicht aufgepasst, ob es jetzt ein oder zwei Schläge waren. Auf jeden Fall macht er die sehr viel schneller und macht er das Schild sehr viel schneller down als die normalen Zombies. Und wenn Brutus stirbt, lässt er auch immer einen Power Drop fallen. Außer auf der Brücke, wenn mehrere Brutus kommen. Dazu kommen wir aber gleich. Wenn man zum ersten Mal auf die Brücke geht, kommt ein Brutus und der lässt auch einen Power Drop fallen. Wenn man jetzt Runden auf der Brücke überlebt, also ich bin jetzt hier Runde 21, ich fange dann glaube ich gleich Runde 22 an, dann kommt ein Brutus. Und da ich eine Runde mehr überlebt habe, noch ein Brutus dazu. Also sind zwei Brutus jetzt hier auf der Brücke. Und ich habe gelesen, dass maximal 4 Brutus auf die Brücke hier kommen. Und ja, ab jetzt, wenn ich die Brutus hier kill, dann kommen keine Power Drops mehr. Und allgemein auf der Brücke gar nicht mehr. Ich habe ja auch schon mal ein High Rounded Trouble hier gemacht. Und da habe ich das ja auch schon gesagt. So, was gibt es denn noch zu sagen zu Brutus? Ja, wenn man, wenn der was sperrt, kann man es ja für 2000 wieder freikaufen, und wenn der es in der gleichen Runde nochmal sperrt, muss man es für 4000 aufkaufen. Und falls es nochmal passiert, für 6000, 8000 und so weiter und so fort. Und hier zeige ich euch jetzt, ob die Fallen Brutus in irgendeiner Weise beeinträchtigen können, und das ist nicht der Fall. Also ihr habt gesehen, wie die Fantrap ja, rausgefahren ist. Brutus stand dahinter, hat keine Ahnung, irgendeine Bewegung kurz gemacht und schon fährt die Fantrap wieder ein. Das gleiche mache ich jetzt hier bei der Acid Trap. Dort ist es ungefähr gleich. Die erste Trap geht an, Zombies laufen durch, die sterben. Brutus steht dahinter, macht keine Ahnung, irgend so ein Griller. Ja, Jubel, was weiß ich. Und ja, erste Trap ist auch schon wieder aus. Ich habe es jetzt nicht bei der Tower Trap probiert, aber ich denke mal, die Tower Trap bleibt an, da die ja nur schießt. Und ja. Aber wie gesagt, am besten einfach nur mit irgendeiner Waffe direkt auf den Kopf schießen. Am besten mit der Blundergat, da ist er sofort down. Also da dürften keine Probleme entstehen. Ich denke mal, ich darf alles gesagt haben über Brutus. Achso, er spawnt ja immer so alle 5, 6, 7 Runden. Das ist auch manchmal nicht so stetig, wo ich mal Herons probieren wollte. Da kann auch echt jede 10. Runde vielleicht mal gespawnt. So, das soll es aber von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich wie immer im nächsten Video.